Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Chill Ion mit Steven. Ah ja, was gehen wir eigentlich jetzt? Jetzt gehen wir Le Labor der Elemente. Ist und das jetzt das, was wir noch nicht waren? Ja, das ist das, was wir noch nicht waren. Und heute wird es eine nicht so lange Folge geben wie letzte Woche und davor die Woche, sondern wir werden heute einfach nur Labor gehen. Ein bisschen chilliger. Wir haben auch wieder eine Frage am Start. Weil wir eigentlich keinen Bock haben, die Scheiße hier zu machen. Was? Das ist nur eine kurze Folge. Ja, klar. Und wir haben auch. Kannst du mich schon mal. Machst du auf? Ich gucke, ob was offen ist. Naja. Labor. Und wir haben einige News zu verkünden. Und zwar wurde released, darüber haben Steven und ich eben schon mal geredet, dass der Patch von Ion von 6.0 sich verzögert. Und zwar wird der circa einen Monat oder zwei Monate später rauskommen, aber dann werden wir auch schon mit 6.2 vergewaltigt, um die Ohren gehauen, wie auch immer. Müssen aber dafür länger halt darauf warten. So, da bist du. Lappen, alles klar. Ja, ganz nett. Wo bleibst du? Ja, ganz ehrlich, als ob ich das finde unter dem Namen Lappen. Wer wird sich denn darunter melden? Du siehst doch, wer die aufgemacht hat. Ja, aber wer wird sich denn darunter melden? Ja, da hat sich schon wer gemeldet. Ja, das bin ich. Ach so, alle Lappen schon da, gut. Alles klar, gehen wir los. Nee, auf jeden Fall wird das der Patch, der sollte ja Juni oder Juli rauskommen. Jetzt wird er wahrscheinlich so gegen August, September rauskommen. Das interessiert auch vielleicht die eine Person, die wir vor ein paar Folgen schon mal hatten, die gefragt hat, wann er anfangen soll zu leveln. Wie gesagt. Wie bestimmt. Also ob wie, der das hier noch guckt. Nee, er guckt das nicht mehr. Wenn du es noch guckst, lass ein Like da. So, oder schreib einen Kommi. Nee, aber nur bei mir. Alles klar. Nee, wie gesagt, du kannst ja schon jetzt anfangen, weil das verzögert sich jetzt doch ein bisschen länger als geplant. Weil wenn das Juni, Juli rauskommt, ist das schon ein bisschen. Ja, es hat sich wirklich jemand gemeldet. Aber, ja, das, aber auch so ein Typ, der das nicht versteht, ne? Kommt von einem anderen Server. Dela, also ich bin mir sicher, jeder gute Itala. Ja. Hast du gerade getrunken? Nein, wieso? Okay. Das ist sehr unprofessionell. Hat man das echt gehört? Ja, natürlich. So. Alles klar, das gucke ich mir gleich an. Gehen wir eigentlich zweimal? Ja. Wenn schon, denn schon. So. Ich habe eigentlich keinen Bock. Hast du keine Frage diesmal? Doch. Eine hast du ja sogar beantwortet. Aber ich habe auch noch eine zweite Frage. Und zwar ist es auf die Frage von letzte Woche bezogen, die, wo er gesagt hat, was er für eine Rüstung kaufen soll. Er hat jetzt dazu hinzugefügt, er ist Aethertech, ich kaufe mir das Spinelmünzengear, also das eine, was plus 5 ist. Wie lange kann ich das benutzen? Ja. Ein bisschen Arakali. Wenn du das noch haben willst vor dem Patch. Kannst dir Narakali. Brauchst du eigentlich gar nichts. Narakali holen, wenn es den Patch. Wenn der Patch rauskommt, 6.2. Dann kannst du es eh wegwerfen. Dann kannst du es wegwerfen, weil du dann besseres Equip einfach durch Kampagnen-Quests und sowas bekommst. Oder durch generell Quests. Außerdem wird es dann noch andere Sachen geben, wo du dann neue Rüstungen bekommst.
So, erstmal, dass wir wieder passen. Hat er noch was drunter geschrieben? Ich würde dann erstmal auf die Accessories gehen von Grauwolfing. Dazu haben wir schon mal eine Frage gehabt. Damals. Oder dazu habe ich sogar selber noch ein Video gemacht. Ich kann euch das auch gerne nochmal verlinken. Zu den besten, aus meiner Sicht, und die besten. Ja, ich mach das Video auch nochmal. Alles klar. Ja. Das ist voll komisch, dass ich gerade nichts höre. Hast du eigentlich Kopfhörer an jetzt? Ja, habe ich. Oh, voll geil. Warum? Bestimmt warm. Ja, ist richtig nett. Ich brauche vielleicht einen Kühlschrank. Den du dann neben dir aufstellst. So, und wie gesagt, ihr könnt uns gerne wieder Fragen stellen zum nächsten Video. Wir werden ja, wie gesagt, nächste Woche wieder eins raushauen. Bla. Das ist so warm, ich kann gar nicht reden. Hatte ich gestern aber auch. Ich habe gestern Fußballmanager aufgenommen. Ich konnte einfach nicht labern. Es war so warm. Alles klar. Oh, mal gucken, ob wir den Endboss schaffen. Wird schwierig. Ist ja schon mal gefailed. Hä, hey, wann denn? Weiß ich nicht. Das ist halt aber schon. Ich kann mich noch an Dings erinnern. Ja, wir hatten mal so ein Video, da sind wir hier gefailed, aber da war die Gruppe auch noch in 6 Gruppeninstanz. Mit so Resurrection Loki oder sowas. Nee. Nico killt uns. Sehr nett. Wieso kill ich euch? Ja, du bist einfach in uns gesteht. Gesteht? Na, mein Loot. Ey, gibt das. Ey, das gibt jetzt mehr. Das wird gebufft, habe ich gar nicht gesehen. Was denn? Das, was man hier rausbekommt an diesen Schuhdingern für den Automaten. Wie viel bekommt man denn jetzt? Ja, 10. Richtiger Buff. Ja, so. Doppelte. Ja. So. Die andere Frage, die unter dem Video von mir war, die hat sich schon erledigt. Hat Steve nämlich schon beantwortet, das ist doch mal auf Mana-Stein-Sockelung zurückzuführen. Er wollte wissen, Gunner, und dann natürlich sollte man wissen, draufhauen. Oder man kann auch noch im Notfall. Magieverstärkungssteine draufkloppen. So. Wenn man nicht das Geld für die Wissenssteine hat, weil. Also Wissen 4 ist mittlerweile ja sowieso nichts mehr wert. Ja, aber es gibt, glaube ich, nicht, wo sich das irgendwann lohnt. Ja, dass man nach Dings mitnimmt. Magieverstärkung. Ah, hier ist auch der Gunner direkt. Den lade ich mal ein. Das ist der. Viele Grüße, ne? So. Ja, nice, Nico nimmt den. Ja, habe ich extra für dich gemacht. Ja. Und so einem Mob bist du fast mal gestorben in einem Video von mir. Hä? Also, ja. Die ganzen Stories kenne ich mittlerweile nicht mehr. Aber okay. Ja. Da hat man dich leider schlecht gehört. Warum? In dem Video. Ah, alles klar. Das war nicht das Troll-Video, ne? Hm? Das war das Troll-Video, ne? Nein, das ist ein Troll, hä? Nur zur Info, falls es gibt ja noch neue Leute, die das noch nicht gesehen haben. Steven und ein Kumpel von mir, der damals noch ab und zu mit gezockt hat, haben mich einfach getrollt auf Discord und haben so getan, als würden sie mich nicht hören. Und ich habe da die ganze Zeit an meinem Mikrofon rumprobiert. Ich dachte, es wäre kaputt, aber die haben mich einfach nur verarscht. Ja, du tust so, als wäre das voll das krasse Event gewesen. Ja, ich habe mich übel verarscht gefühlt. Ich laber da eine halbe Stunde in das Mikrofon rein. Hör da nur, wie die ganze Stunde das Video ging, oder 20 Minuten. Ja, das hast du auch geschnitten. Ja. Und danach war ich so sauer, dass ich offline gegangen bin und im Endeffekt dann. Ja, keinen Bock mehr hat. Ja, danach. Echt? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ich war mindestens 20 Minuten offline, weil ich so sauer war. Oh, 20 Minuten.
Ja, dann habe ich nochmal versucht, euch anzurufen und dann habt ihr mich wieder weiter verarscht. Hä? Ja, das war dieser Cut, den du gesetzt hast. Das ist ja nicht mal wahr. Doch. 100 Prozent. Kurz weg, aber nicht so lange. Doch, das war lang. Nee. Doch. Keine 20 Minuten. Doch. 5 vielleicht. Nein. Ja. Tafer. Als ob du 20 Minuten ohne mich aushalten könntest. Da ist aber jemand selber in sich selber verliebt. So. So. Ist vor allem. Oh, dass das gebufft wurde, ey. Ja, musste ja auch mal gebufft werden. Was ich eigentlich lustig finde. Rum unterwegs bin und sowas mitbekommen. Weißt du, was ich lustig finde? Alles klar. Ja, und das findest du lustig, ja? Nein, das finde ich nicht lustig. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich finde es lustig, dass wir Ion aufnehmen und das ist das einzige Obwohl Mal. Wir gar keinen Bock drauf haben. Halle, das macht gar keinen Sinn! Nein, aber es ist im Moment tatsächlich das einzige Mal in der Woche, dass wir wirklich Ion starten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keinen Bock auf Ion haben, sonst würden wir auch dann das Format hier nicht aufnehmen, aber keine Ahnung. Alter, was ist mit dir? Ja, keine Ahnung. Ja, wir spielen Ion nicht, weil wir keinen Bock drauf haben. Das macht gar keinen Sinn. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich habe keinen Bock auf Ion. Es ist einfach so, dass im Moment nichts passiert, so. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich keinen Bock habe. Ich würde das gerne spielen, aber... Ja, warum tust du es nicht? Weil du es nicht tust. Alles klar. Ja, gut. Und mit diesem Wort zum Sonntag an einem Donnerstag beenden wir auch das Video an der Stelle. Hier, warte, wir stellen uns nochmal kurz nebeneinander und gucken mal Steven, wie er sich auf dem Boden sitzt. Ja, also morgen 24 Stunden Ion Stream mit Nico. Nee, ich bin morgen gar nicht da. Ah, bis Wochenende wieder weg? Nee, morgen ist gar nicht. Hä? Nee, hä? Was hast du getan? Egal. Wir beenden an der Stelle das Video und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt, Verbesserungsvorschläge, schreibt alles unten rein, falls euch weiterhin gefällt, positive Resonanzen zeigen und wir sind raus an der Stelle. Tschüss! Bye!